Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokémon Rumble für die Wii, Part Nummer 12. Ja, im letzten Part haben wir den Battle Royale Rang S geschafft und haben dann auch gegen Mewtwo gekämpft. Und jetzt sind wir hier im Plus-Modus. Heißt, wir brauchen hier ein Minimum von 1000, ja, um hier den Battle Royale zu öffnen. Also schon ein gewaltiger Sprung im Vergleich zum letzten Mal. Und haben wir schon unser erstes fast 1000er Pokémon hier, Galoppa, was mit rumspringt. Und wir gehen jetzt einfach mal hier willkürlich in irgendwelche Level rein. Ich glaube, das ist hier passend wegen Pflanzen-Pokémon, gell? Auch wenn wir jetzt gar nicht unbedingt jetzt wirklich eine... Ja. Ach so, das ist Stampfert. Das halt hier einmal stampfen und dann springt die von alleine weiter. So ähnlich wie, nicht wie Überroller, sondern wie, doch Überroller hieß es, oder? Die Attacke von Miltank. Die schlimmste Arena-Kampf seit Pokémon-Gedenken. Also wenn man einmal trifft, dann macht die Attacke einfach weiter, so rum. Aber nicht unbedingt, dass es jetzt die beste Attacke ist, wenn ich das so angucke. Also die macht gut Schaden, das ist eine Sache, aber es wird halt ein bisschen unkontrollierbar, wenn man mitten in den Gegner reinspringt und nichts trifft dabei. Ja. Aber man sieht ja hier schon, es ist halt schon ein ganz anderer Kontrast zu der ersten Generation. Ui. Übertreib doch. Plaudergei hier. Dass man jetzt mal ganz neue Gesichter sieht in dem Sinne, gell? Ah, Kikugi. Und ein Pachirisu. Pachirisu. Also generell, ist mal, wenn ich mal Pachirisu hier sehe, bei jeder Pokémon-Generation war es doch eigentlich so, dass dann immer so eine Art Ersatz-Pikachu vorkam, oder? Also Pachirisu ist eins davon. Dann gibt es ja Dedene, gell? Ist es Dedene? Dann gibt es hier dieses eine Flughörnchen. Wie nennt sich das nochmal hier? Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ist halt auch Elektro und sieht halt aus wie, ja, wie ein Nagetier in dem Sinne. Und es sind halt immer solche, ich sag, ja, Pikachu-Verschnitte in dem Sinne. Immer so als Ersatz. So. Obwohl ich eigentlich, ich muss ja persönlich sagen, ich bin gar kein so großer Freund von Pikachu generell. Also ich meine, ich mag jetzt Pikachu an sich, aber ich mag es nicht unbedingt jetzt hier so als, oh, voll das süße, geile Pokémon. Weil es für mich dann persönlich wieder andere Pokémon gibt, die da weit süßer sind. Aber das ist natürlich auch ein Geschmack, also, ja, Sache des Geschmacks. Und zwar kann ich ja mal von was anderem erzählen. Ich hatte mal einmal versucht, also wirklich nur versucht, ein Pokémon Mystery Dungeon Game zu spielen. Und zwar war das, glaube ich, Erkundungsteam Zeit für den Nintendo DS. Und ich mag die Story sehr in den Games. Das Problem ist nur, und das obwohl ich eigentlich sogar auch Dungeon Crawling Games an sich mag, mag ich die Verbindung mit Pokémon nicht. Also die Story toll, aber wenn man dann immer wieder durch Dungeons laufen muss, nur damit man halt die Story vorankriegt, das hat dann irgendwann angefangen zu nerven. Und man kann da ja zum Beispiel auch Pikachu als Partner haben. Und ich persönlich finde, Pikachu passt da als Partner überhaupt nicht. Ist natürlich nur meine Meinung, aber nee. Nehmen wir hier Plaudergei wegen Pflanze und Schnabel. Ganz einfach, weil andere Pokémon besser passen. Also ich hatte dann bewusst nochmal neu angefangen. Weil ich halt erst gedacht habe, ja gut, ich tue einfach nur mal irgendwie mal kurz reinschauen. Und hier mir Partner-Pokémon aussuchen. Und bei der... Ich hatte halt ein... was war ich denn? Ich war ein Feuerriegel, ja. Und hab dann versucht. Hab dann geguckt halt, wie die Pokémon so reagieren. Und irgendwie hat das nicht so wirklich gepasst. Mit dem schüchternen Pikachu am Anfang, das hier versucht, einem Retterteam beizutreten. Okay, ja, Elektro gegen... ja, das war nicht toll. Was haben wir denn hier? Jetzt hat man zwar lauter viele Pokémon, aber nicht wirklich starke, gell? Bodycheck macht Schaden, also macht mir selbst Schaden. Da konnte ich mal hier noch Ponita mit Dingens hier. Und ja, uns hat das aus dem Grund nicht gepasst, weil Pikachu, ich stelle mir Pikachu halt einfach anders vor. Nicht süß in dem Sinne. Und habe dann halt extra nochmal neu angefangen und hatte dann als zweiten Partner, oder halt als Partner generell, hatte ich dann hier, wie hieß es denn mal, Endivier. Und Endivier passt so viel besser zu der Rolle als zweiter Partner.
weil sie sich immer nie getraut hat, irgendwas zu machen. Zum Beispiel über so eine Schlucht springen, in den Wasserfall rein und Co. Also welche Spieler weiß, was ich meine. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ja gut, das passt dann einfach besser zu dem Spiel hier. Aber wie gesagt, es kommt dann wohl echt drauf an, was für ein Partner-Pokémon man spielen möchte. Es gibt ja Leute, die mögen Pikachu und deswegen passt das vielleicht mit ihnen besser. Aber bei mir, ich fand es nicht so toll. Ui, Achtung, der setzt Wasserattacken ein. Bidifas. Bidifas, gell? Oder Bidiza. Achtung. Vor allem, das sind ja eigentlich gar nicht wirklich Pokémon, die man ernst nehmen kann, aber trotzdem sollte. Na, ist nämlich gut, dass er kurz gebrannt hat, auch wenn es nicht wirklich viel Schaden gemacht hat. Aber ja, irgendwie... Ja, bisschen beschämt, wenn man halt trotzdem halt bei so einem Pokémon einfach drauf geht. Wobei, nee, warte mal, das war davor. Ich bin mit Plauderguy draufgegangen wegen Pachirito, so rum war es. Von daher quatschen von was anderem lässt man sich dann wieder ablenken, was eigentlich hier im Spiel passiert ist, gell? Aber so ist es halt normalerweise. Ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, die mich schon länger verfolgen, dass wenn ich erzähle, dass ich dann meistens irgendwie, ja, erzähle, was hier im Spiel passiert und nicht unbedingt, was jetzt hier, oh, danke da, aber leider nur Absorber. Nehmen wir trotzdem einfach mal. Gehen wir ins Wassergebiet, passt dann zumindest mal von der Fläche her. Also dass man halt dann sich schwierig dann halt auf andere Themen konzentrieren kann. Außer man weiß zumindest, dass man, ja, dass man halt hier jetzt nicht unbedingt jetzt großartige Probleme beim Spiel haben wird. Aber dann hat man jetzt gemerkt, wie schnell doch die Konzentration flöten geht, wenn man dann halt einfach mal drauf geht, ohne es wirklich direkt zu merken. So, vor allem ein Vorteil ist hier, wenn ich jetzt hier mit Tangela rumlaufe, hat ja Saus und Braus. Und dann kriegen wir die dreifache Menge an Pokédollar und können dann zumindest unseren Vorrat wieder aufstocken. Nur wenn es natürlich recht suboptimal ist, wenn man hier Pokémon hat, die man bald viermal treffen muss, gell? Aber es liegt halt auch wieder an der nicht vorhandenen Schwäche. Aber das ergibt sich ja gleich noch. Also wenn wir hier spätestens die ersten paar Pokémon wieder eingesammelt haben, die dann halt langsam auf die 1000 zugehen, dann ja, dann geht es ja vom langsam wieder in Richtung schnell. Ein Plinfar. Na du? Wird hier so als Special-Pokémon angezeigt, dabei kommt es später auch relativ ganz normal vor. So. Also wie gesagt, Pokémon Mystery Dungeon Games haben richtig, richtig schöne Stories. Für Pokémon-Verhältnisse sowieso. Aber das Gameplay passt halt meiner Meinung nach nicht zu Pokémon. Natürlich könnte man natürlich auch sagen, hier das Pokémon Gameplay passt noch nicht unbedingt jetzt hier zu Pokémon Rumble, weil man halt vielleicht doch über dieses Rundenbasierende hat. Aber das Problem halt immer nur der Gedanke da, wenn man halt jetzt ein Mystery Dungeon Game spielt, muss man jetzt hier erstmal in alle Items reinversetzen und dann hat man natürlich versucht, die schon vorhandenen Items, die es ja in anderen Pokémon Games gibt, in dieses Mystery Dungeon System einzubauen. Und das war dann halt das Problem, dass ich damit nicht wirklich klarkam. Oder halt genauso wie das war mit dem Pokémon Fangen dann hinterher. Dass man halt die Chance hat, dass die Pokémon sich dann einem anschließen. Aber man dann trotzdem immer nur ein oder zwei Pokémon extra mitnehmen konnte. Und dann hat man das ganze Lager voller Pokémon und kämpft trotzdem nicht damit. Also irgendwie... Ja gut, das könnte man hierbei jetzt glaube ich genauso sagen. Hier renne ich auch immer mit nur einem Pokémon rum, gell? Oh! Okay, das sehe ich aber jetzt zum ersten Mal, dass ich mit Gift ein Pokémon zum Wobbeln bringen kann. Plinfar. Einfach nochmal nehmen, gell? Eisnebel. Statusschutz. Ah, im Sinne von, man kann nicht, Tentoxa. Hatten wir zwar schon, aber stärker, gell? Also mit der Attacke kann ich halt nicht, vergiftet werden und Co. Gegenstoß. Nochmal. Vor allem dickes Fell heißt, glaube ich, viel HP, gell? Ui, die Attacke ist viel zu langsam. Ja, die hat viel HP. Also sieht man hier jetzt als Beispiel, die haben einen Tentoxa mit 283 und das hat 390. Also, es hält ein bisschen was aus, gell? Aber die Attacke ist nicht so toll. Wickel und Säure. Säure macht auch Schaden, gell? Ja. Okay, die Attacke kann relativ gut sein. Ist leider nur zu schwach. Ne, die versinkt die Verteidigung. Aber es nur, weil es halt eine Giftattacke ist, sich davon darf man ablenken lassen, okay. Funktioniert im Prinzip genauso wie
wie die Lichtkanone, gell? Ah, irgendwie gefallen mir die ganzen Attacken nicht, bin ich gerade ganz ehrlich. Aber ich habe bisher noch nichts anderes super starkes gefunden. Na komm, dann bleiben wir nochmal bei Tangela wegen der Schwäche. Da hilft es wenigstens ein bisschen. Und den Rest tun wir halt dann doch mal vergiften, gell? Wenn es denn sein muss. Ne, das bringt bei denen ja überhaupt nichts, gell? Das dauert leider zu lange. Aber das war mir eigentlich schon fast klar, dass es halt früher oder später so sein. Das war jetzt keine gute Wahl. Wegen. Wobei, doch geht eigentlich. Also der Schaden ist okay. Dafür, dass es eine Feuerattacke ist, aber deswegen mag ich sagen, sage ich ja, neutral. Ist dann zumindest dann etwas besser. Man muss halt nur selber aufpassen, nicht getroffen zu werden wegen der Schwäche. So. Das macht beim Fangen natürlich, wie ich es glaube ich schon mal gesagt habe, das macht beim Fangen sehr viel Sinn, wenn man, ja, wenn man halt Pokémon mehr als einmal treffen muss, um sie zu besiegen. Aber jetzt hier zum, ja, nur zum Besiegen sind halt lieber Attacken da, die man halt wirklich nur in, warte mal, das könnte ich eigentlich mal machen. Wobei, es geht beim Boss gar nicht, okay. Ja. Ist leider auch keine passende Attacke für den Boss hier jetzt zu kämpfen. Dafür ist die leider nämlich zu langsam. Habe ich noch irgendeine, die halt schnell angreift? Achtung, da kommt schon wieder. Ich bin gar nicht da. Ich bin ja froh, dass die Bosse hier einem nicht so direkt verfolgen. Gehen wir mal auf Schnabel. Weil damit kann ich zumindest schneller angreifen. Das bringt es vielleicht ganz gut. Ui. Na du? Ja, das ist schon ein bisschen besser. Und das meine ich halt damit, dass man halt Gegner, also Bosse bearbeiten kann, die ja halt die ganze Zeit nur so drum stehen und erstmal gar nichts machen. Genau. Hui, das. War das gerade mal ein Level? Ne, das war schon das zweite Level. Geld wollte ich schon sagen von der Zeit her. So. Aber es geht ja langsam. Wenn wir halt zwei Level pro Part schaffen, dann ist es ja auch ganz gut. Ich meine, dafür sind ja die Parts dann auch ein bisschen kürzer und kommen dafür dann auch täglich. Oder halt Montag bis Freitag, besser gesagt. Und ich denke mal, dass wir dann vielleicht im nächsten Part die nächsten drei schaffen werden, weil wir werden ja ein Stückchen stärker und dann kriegen wir die Pokémon auch schneller besiegt, gell? Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokémon Rumble sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.